Moin Leute, ich bin das Lava und heiße euch willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Und zwar in dem Video geht es jetzt um das Weekly Update von Bungie, was sie uns an News zur Verfügung gestellt haben. Diese Woche kam das echt spät, das Ganze. 1 Uhr nachts habe ich das Ganze erst gefunden. Also erst dann hat das Ganze Bungie veröffentlicht. Bungie sind die Meister des Nichtssagens. Also wenn man die als politische Partei nehmen würde, ich glaube, sie hätten die meisten Wählerstimmen, denn sie wissen genau, wie man mit vielen Worten absolut nichts sagt. Deswegen ist das Weekly Update, was ausfällt, extrem vage. Es ist nichts wirklich tatsächlich vorhanden, aber es gibt dennoch ein paar versteckte Infos bzw. ein paar Informationen, die uns Bungie da zur Verfügung stellt. Und zwar zum einen Destiny 2 nicht erwähnt, also kommt gar nicht erst vor in diesem Weekly Update. Dann aber Scharlach wird nicht wieder zurückkommen. Das ist das Event, dieses Doppel-Event, also dieses Mini-Doppel-Osiris, sagen wir es mal so, kommt nicht mehr zurück. Das heißt, das Event ist tot. Das sind jetzt erstmal die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten, auf die wahrscheinlich sich jeder freut, und zwar die Meta im PvP wird angepasst werden. Wann genau hat man nicht gesagt, aber sie wird angepasst werden. Man ist sogar ein bisschen konkreter geworden, was das Ganze angeht, denn man hat gesagt, die Schrotflinten sind momentan sehr beliebt, also beziehungsweise stark. Man guckt speziell sogar auf die Matador 64. Aber man hat gesagt, man möchte diese Matador nicht in Grund und Boden nerfen, sondern eher die Waffen daran anpassen, dass sie alle ausgewogener zueinander stehen. Das ist ein wichtiger Aspekt, denn tatsächlich gesehen sind die Shotguns eigentlich gar nicht so stark. Finde ich persönlich, die Shotguns kommen einem nur so stark vor, weil die anderen Waffen absolut scheiße sind. Nur weil 3 oder 4 Waffen aus der Masse hervorstechen, heißt es nicht, dass man das mit allen Waffen, die tatsächlich im Spiel vorhanden sind, vergleichen kann. Denn die breite Masse der Waffen, die tatsächlich im Spiel sind, sind eher dazu gedacht, um vielleicht mal ein bisschen Staub von den Regalen wegzuwischen, aber mehr Sinn haben sie auch nicht im Spiel. Und durch eine ausgewogene Balance könnte das Ganze sich ändern. Dann jetzt der zweite interessante Punkt, darauf freue ich mich persönlich, und zwar, man hat gesagt, das Live-Update wird kommen, also wird ein Live-Update kommen, das wissen wir. Aber man hat zusätzlich dazu gesagt, man wird das Ganze demnächst streamen. Also zu gegebener Zeit wird man das Ganze streamen. Das ist relativ cool, denn normalerweise hat man das Ganze nicht gestreamt, also was das angeht. Das heißt, das Ganze wird eher sowas hinauslaufen wie das April-Update. Da hat man mich auch angefangen zu streamen und gezeigt, was dann tatsächlich dazu kommt. Das heißt, das Ganze wird etwas größer dimensional und wird wahrscheinlich dann für eine längerfristige Zeit, sagen wir mal, ungefähr doppelt bis dreifach so groß wie der Anbruch werden. Und dementsprechend haben wir dann bald wenigstens etwas zu tun oder ein bisschen Vorfreude darauf, was noch kommen kann. Ich hoffe unendlich auf die Unendlichkeit. Ja, das ist zweimal Unendlichkeit in einem Satz. Und ich freue mich wirklich auf die. Ich hoffe, sie kommt auch zurück. Sie müsste mal zurückkommen. Ich hoffe auch auf die Raids, die recycelt werden. Hört sich vielleicht, für manchen ist es ganz uninteressant, ich bin PvE-Spieler, ich brauche die Raids, ich will sie zocken und das in High-End-Variante mit den angepassten Loot. Ich habe mir nicht Destiny geholt, um PvP zu zocken, dafür wurde Destiny nicht beworben. Das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema, das wären eigentlich alle News zu Destiny ganz kurz zusammengefasst, beziehungsweise das meiste, was ich aus diesen nichtssagenden Worten von Bungie rausholen konnte. In dem Sinne bin ich raus, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich im weiteren Video zu Destiny. Ciao, ciao. Oh fuck, jetzt habe ich es fast vergessen. Den Link zu diesem Weekly Update gibt es nochmal in den Kommentaren, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, dann könnt ihr das Ganze sogar auf Deutsch nachlesen.